Sarah, was machen wir heute? Wir gehen heute in ein Indianerreservat. Wo gehen wir gerade hin? Wir gehen jetzt in ein Indianerreservat und nehmen da an einer Schokoladenzeremonie teil und schauen uns das Ganze da an. Sarah, wo sind wir hier gerade? Wir sind gerade im kosmischen Dom und wir gehen jetzt da rein. Und das ist eine der heiligsten Städten der Küche in der Natur. Und das ist eine sehr große Ehre, dass wir da sind. Sachen, die sind alle aus dem Wald. Es gibt zum Beispiel verschiedene Schalen, die ihr hier seht, oder kleine Stöcke. Dann gibt es noch Wurzeln. Und oh nee, die Stöcke sind da. Hier ist die Schale. Ach, die Richtung! An den Beutel von Don Lisandro. Die werden, damit werden auch Hängematten geflochten. Aus der gleichen Faser. Deswegen kommen im Avatar-Film sogar ein paar Fribri-Worte vor. So zum Beispiel, kennt ihr noch diesen heiligen Krieger, Toruk Makto, der auf diesem Drachenwesen da fliegt und sowas, ja? Toruk in Fribri heißt Kaiman. Ja? Ganz schön. Ihr braucht keine Angst haben, es ist nicht so wild. Wow. Oh mein Gott! Ken, was ist so das Spezielle an Indianerreservaten in Costa Rica? Okay, also Costa Rica ist ein interessantes Land, weil es die indianische Bevölkerung im Gegensatz zu anderen lateinamerikanischen Ländern es kann immer noch besser gehen, aber es gibt schon Grundsachen, die laufen in anderen Ländern anders. Zum Beispiel, früher wurde die Sprache der Bribris und der Kabeka und Tainis und so weiter, es war nicht erlaubt, das im Unterricht zu benutzen. Es war überhaupt sehr als etwas so gesehen, etwas Inferiores, etwas, was untergeordnet ist, so, ja. Und dadurch kann zum Beispiel meine Frau selber gar keine Sprache, nicht richtig Bribri sprechen. Die nächste Generation jetzt, die nach ihr kam, die wird tatsächlich von der Regierung auch unterstützt. Es ist obligatorisch in der Schule Bribri zu lernen und auch die Bribri-Kultur zu lernen. Deswegen ist der Don Lisandro zum Beispiel, der ethnobotanische Doktor oder Awa-Doktor, geht ja auch in den Schulen herum, unterrichtet die Sprache, die ist von der Regierung tatsächlich eingeladen. Deswegen, also ich bringe euch da nicht zu irgendeinem Hokus-Pokus-Person, das ist tatsächlich eine Person, die ist sowohl spirituell, sowohl ein politischer Führer, wie ja gesagt, mit dem Erdölabbau und so weiter, dagegen gehen und so weiter, und auch ein richtiger Doktor. Und innerhalb der Reservate ist es so geregelt, dass nur indigene Leute, also Leute, die jetzt irgendeinem Stamm angehören, hier auch Business machen dürfen oder Land kaufen dürfen. Ja? Okay. Das ist also das Besondere in dem Reservat. Okay, seht ihr das? Überlegt mal, er nimmt einfach nur das Chlorophyll ab und habt ihr jetzt diese extreme Faser direkt darunter. Wahnsinn! Ja. Das ist ein Muskatnussbaum. Ja? Ist nicht schwer.
Ja, sagen sie alle. Echt nur nicht. Das sind alle bei der. Aber merkt ihr? Schwingen, das ist die Chonta, die Hartholz, Wanderpalme. Ja, dies ist wieder um eine der heiligen Pflanzen. Wir hatten ja jetzt schon zwei. Das ist die andere heilige Pflanze, die Twitter. Dies ist die Chonta, Wanderpalme für die Waffen.